Im ersten Teil besuchten wir die Hafenstadt Sirigsee mit einer Menge an Sehenswürdigkeiten. Hier im zweiten Teil setzen wir uns aufs Rad und fahren von Brauershafen zum Sturmflutwehr in der Osterschelde. Unser Startpunkt Brauershafen liegt von Sirigsee aus im Norden an der Küste des Grevelingenmeers. Unsere Strecke führt südwestlich zur Osterschelde und entlang der Küste zum Sturmflutwehr. Auf geht's! Wir haben eine Strecke von 22 Kilometern vor uns. Und das ist nur der Hinweg. Wir fahren zunächst raus aus Brauershafen und auf landwirtschaftlichen Nebenstraßen quer über die Insel in Richtung Osterschelde. Von unterwegs erkennen wir noch den dicken Turm des St. Liebensmünsters in Sirigsee aus dem ersten Teil. Die Insel ist, wie in den Niederlanden, häufig mit Entwässerungskanälen durchzogen. Auffällig ist, dass hier und da ausgeschlachtete Pkw oder Caravans in den Feldern stehen. Wir fahren entlang eines Naturschutz- und Vogelbrutgebiets mit ausgedehnten Wasserflächen, dem Plan Tyrolür. Seit mehr als 20 Jahren werden wir hier entlang der Osterschelde Flächen der Natur zurückgegeben. Rinder durchstreifen frei das Gebiet und sind weitgehend auf sich allein gestellt. Sie halten den Bewuchs kurz. Ein paar hundert Meter weiter erreichen wir die Osterschelde am Naturschutzgebiet Srelpuk. Infotafeln erläutern Flora und Fauna und erklären die Entstehung des Gebietes. Von der Aussichtsplattform aus überblickt man die Osterschelde und das Naturschutzgebiet. Beim Blick nach Südosten erkennen wir im Hintergrund die Seelandbrücke und im Südwesten liegt unser Ziel, das Sturmflutwehr und der nächste Zwischenstopp, der Plompe Toren. Der See hinter dem Deich entstand bei der Flutkatastrophe 1953. Das Loch im Deich von über 500 Meter Breite wurde erst nach mehreren Monaten, wie an mehreren Stellen an der Küste, mit diesen Betonkästen, den Caissons, geschlossen. Auf dem Radweg geht's weiter zwischen Deich und dem Srelpuk-Wäldchen und wir steuern den Plompe Toren an. Hierzu müssen wir wieder ein Stück über die Straße fahren. Der Plompe Toren, der klobige Turm, ist das Überbleibsel des versunkenen Dorfes Kaudekerke. Am Parkplatz beim Turm haben Naturschützer ihre Zelte aufgeschlagen und erläutern gerne Flora und Fauna der Insel oder der Osterschelde. Der Turm ist kostenlos zu besichtigen. Innen erfährt man mehr über das versunkene Dorf und die Natur. Direkt am Eingang wird man von der gruseligen Legende der entführten Meerjungfrau und dem Untergang des Dorfes empfangen. Wir erklimmen über eine steile Wendeltreppe die erste Etage. Hier erfahren wir mehr über den Untergang des Dorfes Kaudekerke. Kaudekerke werd gevierd op zijn sterfdag. Dat was 11 November. Die nächsten Etagen zeigen in anschaulichen Schaukästen die Welt unter und über Wasser. Auf dem Dach hat man eine gute Aussicht auf die Umgebung. Besonders die Sandbänke der Osterschelde mit den Seehundruheplätzen.
Auch von hier sehen wir noch die Skyline von Siriksee. Hinter dem Deich liegen die sogenannten Karrefelder. In den vergangenen Jahrhunderten wurde aus diesen Feldern mit Karren das Material zum Deichbau des hinter dem Außendeich liegenden Sicherheitsdeichs entnommen. Die teilweise langgestreckten Aushubgräben sind noch gut zu erkennen. Hier ist die Brandente ungestört. Wir machen uns weiter auf den Weg Richtung Osterschelde-Wehr. Hinter Kaudekerke wechseln wir die Fahrbahn und biegen von der Straße auf den Radweg ab. Nun, unmittelbar am Ufer der Osterschelde entlang, kommen wir zum Hafen nach Burg Sluis. Von den Radlern lassen sich die Austernfischer nicht stören. Die wilde Malve wächst auch hier noch im Gischtbereich der Osterschelde-Brandung. Wir kommen zum Hafen. Hier liegt das Ausflugsschiff Onrüst. Hiermit werden wir in dieser Videoreihe auch mal einen Ausflug machen. Um den Hafen herum steuern wir auf den Leuchtturm zu. Hier sind heute überwiegend Sportsegler zu Hause. Nur noch 4 Kilometer, dann befahren wir das Absperrbollwerk gegen die Nordsee. Am Deich stoßen wir noch auf langgehörnte Gesellen. Auf der Fahrt am Wasser entlang beobachten wir noch die Muschelfischer bei der Arbeit. Wir wechseln vom Uferradweg nochmal auf die Straße. Aber mit viel Verkehr ist hier auch nicht zu rechnen. Die Auffahrrampe zum Wehr ist ein Betriebsweg und für öffentliche Kfz gesperrt. Immer weiter nähern wir uns dem Zielobjekt. Dann rauscht unter uns die Flut. Auf 3 Stromrinnen aufgeteilt mit insgesamt 62 riesigen Schiebern kann bei Sturmfluten die Osterschelde abgesperrt werden. Gewaltige Kräfte wirken auf die Pfeiler. Charakteristisch sind die weit aufragenden Hydraulikzylinder. Die Strömung wirkt bis weit in die Nordsee. Für Technikinteressierte ist die Besichtigung dieses Bauwerks ein Muss. Auf der Arbeitsinsel Nelche Jans kann man sich im Rahmen einer Ausstellung über die gesamte Bauphase mit vielen Details und die Historie zum Bau des Sturmflutwehrs informieren. Allerdings bleibt das Sturmflutwehr eine ewige Baustelle. Meist sind es Ausbesserungen am Anstrich. Wir fahren auf die Arbeitsinsel Nelche Jans, eine ehemalige Sandbank, die für den Bau des Sturmflutwehrs umgestaltet wurde. Hier gibt es nicht nur Wissenswertes zum Bau der Osterschelde-Absperrung oder einen damit verbundenen Freizeitpark, sondern auch etwas für den Gaumen. Das Restaurant ist der Muschelverarbeitung angegliedert. Die von den Kuttern gefangenen Muscheln werden hier angeliefert. Wir stärken uns allerdings nicht mit Muscheln. Aber Vorsicht, Gelegenheit macht Diebe und die lauern hier. Gestärkt machen wir uns im Schatten der Windräder auf den Rückweg.
Bis demnächst.